Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Deppe, das war wieder einmal ein Auftritt, wie ich ihn befürchtet hatte. Ich fände es eigentlich gut, wenn Sie die grüne Krawatte nicht mehr tragen würden. Sie steht Ihnen wirklich überhaupt nicht zu. Ich sag Ihnen heute, ich hab mich gefreut, dass dieses Gesetz heute eingebracht worden ist. Weil, lieber Minister, Sie haben es genau zum richtigen Zeitpunkt, genau auf den Punkt, genau heute eingebracht. Heute ist der Tag der Artenvielfalt, Herr Deppe. Und dass Sie da irgendwie nicht so richtig sortieren. Der Minister spricht immer davon, dass wir dabei sind, unsere Festplatte der Natur zu löschen. Das heißt also, wir löschen einzelne Segmente. Sie dagegen reden von Formatieren der Festplatte. Das heißt, es ist Ihnen völlig egal, ob Teile wegbrechen oder ob man gleich die Festplatte komplett weghaut. Das finde ich dramatisch. Ich finde auch, dass Sie mit der Art und Weise, ich diskutiere ja auch, es sind ja nicht nur Sie, die diskutieren für Ihre Partei, wir diskutieren ja auch mit anderen Leuten. Sie bringen eine völlig unnötige Schärfe immer in diese Debatte. Ich erlebe das ja beim Jagdgesetz, ich erlebe es jetzt wieder beim Landesnaturschutzgesetz. Das Thema müsste uns gemeinsam viel wichtiger sein, als dass wir es so scharf und hart und falsch in der Sache diskutieren, wie Sie das tun, Herr Deppe. Das finde ich dramatisch. Und ich will auch eins sagen gegenüber den Nutzerverbänden. Da war immer die Erkenntnis, dass es Probleme gibt im Naturschutz. Das haben auch die Bäuerinnen und Bauern. Die Erkenntnis ist bei allen da. Und dann kommt aber immer dieses Ja, aber. Ja, aber, ja, wir haben Probleme, aber ihr dürft nichts ändern, ihr dürft nichts machen. Macht es doch mit Kooperation und nicht mit Gesetz. Und dann sage ich immer wieder, dieser Minister hat dafür gesorgt, dass wir im Programm ländlicher Raum ausreichende Mittel wieder haben, um Vertragsnaturschutz machen zu können. Wir können es wieder. Sie haben den Vertragsnaturschutz an die Wand gefahren. So, das ist die eine Seite. Die reicht aber nicht. Trotzdem müssen wir begleitend Leitplanken einziehen. Leitplanken einziehen, dass eben die Natur sich auch erholen kann und ihren Raum findet. Und was wir brauchen, was wir wollen, ist die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie. Das ist doch das Entscheidende. Wir können nicht immer nur Arbeitsplätze, Ökonomie ausspielen gegen Natur. Wir müssen beides erhalten, Herr Deppe. Das ist unser Ziel und das sollte unser gemeinsames Ziel sein. Und ich glaube, an der Stelle, wir sind uns doch einig, dass diese Kulturlandschaft, die wir haben, hat doch unsere Landwirtschaft in der Tat geschaffen. Das ist ja hier nicht alles Wildnis, das ist eine Kulturlandschaft zu einem großen Teil. Wir sind uns einig, bis 1950 ist die Artenvielfalt größer geworden. Wir haben immer mehr Arten bekommen. Aber wir stehen heute vor einem Problem. Wir verlieren in der Tat Arten. 40% unserer Arten sind noch in einem ungefährdeten Zustand. Der Rest ist entweder ausgestorben zu einem kleinen Teil, gefährdet auf der Vorwarnliste. Wir haben ein massives Problem. Das müssen wir doch gemeinsam bearbeiten, Herr Deppe. Und ich würde Sie auch bitten, da endlich mitzumachen und nicht nur immer zu blockieren an der Stelle. Und wir wissen auch beide, ja, man kann über Steingärten in den Vorgärten reden. Natürlich müsste da auch was passieren. Bin ich da einverstanden. Aber wir wissen auch, die größte Fläche in NRW bewirtschaftet die Landwirtschaft. Sie hat den größten Einfluss. Und wir wären auch froh, wenn wir bestimmte Dinge sehen, was draußen passiert, wenn Bauern bis an die Wege ranflügen, die Wegränder umgepflügt werden, die gerade für Artenvielfalt so wichtig werden, wenn bis an die Gräben rangepflügt wird, wenn Hecken eben nicht gepflegt, sondern zum Teil schon massakriert werden. Das ist ja nicht so selten, wenn mit dem Mulcher drüber hergefahren wird und immer wieder die Hecke jährlich klein gehalten wird, bis sie gar nicht mehr da ist. Wir machen dieses Gesetz hier, was wir hier eingebracht haben, nicht zum Spaß, weil wir gerade nichts anderes zu tun haben. Wir brauchen ein neues Landesnaturschutzgesetz, weil bestimmte Dinge einfach aus dem Ruder gelaufen sind. Und an der Stelle noch ein Satz, weil wir eben über die Milch diskutiert haben. Sie diskutieren immer mit uns über die Folgen, die das alles hat. Die Folgen des Landesnaturschutzgesetzes, die ökonomischen Folgen, die Nachteile, die es eventuell gibt an der einen oder anderen Stelle, sind vergleichsweise minimal zu dem, was wir gerade im Bereich der Milch Jahr für Jahr verlieren. Ich habe die 3 Milliarden genannt. Sagen, definieren Sie doch mal, bringen Sie es doch mal auf den Punkt. Da wird nämlich immer irgendwas behauptet, was in der Realität gar nicht so zutrifft. Und
Ich glaube, dass wir in der Tat nochmal einen anderen Tonfall brauchen rund um die Natur, dass wir miteinander da gucken müssen, dass wir vorankommen. Ich erlebe da im Moment viel Blockade, denke, dass die aufgebrochen werden muss. Der Minister hat viel Bereitschaft gegenüber den Nutzerverbänden erklärt, Dinge zu verändern, hat viel gemacht an der Stelle, ist auf die Nutzerverbände zugegangen. Erkennen Sie das endlich auch mal an. Und ich glaube, wenn man wie Sie dieses Gesetz aus Ideologie heraus ablehnt, dann ist man naturschutzpolitisch von gestern. Diese Landesregierung ist mit diesem Gesetzentwurf auf der Höhe der Zeit.